Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf Lebenszeit TV. Heute wieder zu Gast bei Haßmann Reisemobile in Fuldatal bei Kassel, eurem Händler für Rollerteam, Leica, Pilote und Le Voyageur. Was wir uns heute zusammen anschauen, würde ich sagen, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Schön, dass ihr dabei seid. Bis gleich. Und hier haben wir das Schmuckstück, der Leica Cosmo 209. Den schauen wir uns heute mal an. Leica Nummer 1 in meiner Playlist. Und ich würde sagen, ich rede nicht lang rum. Da müsst ihr diesen Anblick auch nicht unbedingt länger ertragen. Ich verschwinde hinter die Kamera und dann gucken wir mal, was der Kleine hier so zu bieten hat. Schön, dass ihr dabei seid. So, ihr Lieben, würde ich sagen, auf geht's. Hier vorne schön das Leica-Logo, auch der Schriftzug da auf der Hutze. Schön groß in 3D. Hier kein Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer da in diesem Fall auch nicht. Dann haben wir hier die Fiat Alus. Das Ganze auf 225, 75, 16. Rahmenfenster, euer Frischwassereinfüllstutzen. Dann Nanu auf der Fahrerseite. Ja, manche haben das. Ein- und Auslässe für den Absorberkühlschrank. Hier haben wir den Kamin der Truma Gasheizung. Das würde ich euch gern öffnen, ist aber zu. Dann haben wir hier Teil-LED auf alle Fälle und der Rest herkömmlich. Der Cosmo 209 vom Heck her auch schön schlicht. Finde ich gar nicht mal schlecht. Da oben die Rückfahrkamera und die dritte Bremsleuchte. Auch hier das Mittelteil getrennt von den Seitenteilen. Allerdings müsst ihr dann bis da hoch abbauen, wenn was kaputt ist. Aber da oben habt ihr auch wieder schöne Stoßecken. Das ist soweit gut gelöst. So, und die eine Seite war zu, aber dafür ist die offen. Da gucken wir noch mal rein. So, ihr Lieben, da haben wir, die geht soweit in Ordnung. Da sehen wir schon mal den Karton noch vom XZF 275. Die Zurösen, Markisenkurbel, eure Bordmappe. 150 Kilo dürft ihr hier reinladen. 230 Volt hat er. Eine Lampe hat er. Da ist ein Fach. Da ist ein Fach. Und da hinten, würde ich stumpf behaupten, befindet sich die Heizung. Wir krabbeln mal hier hinter. Eieieiei, gucken wir mal. Jawohl, da grinst sie uns an, die Heizung. Und dann, upsa, nehme ich euch mal wieder mit raus. So. Machen wir hier wieder zu. Zack, zack. Hier haben wir den Gaskasten. 2x11 Kilo. Das sieht soweit ordentlich aus. Hier nur ein Anschluss, wenn ihr das Auto aber mit Duo-Control und Crash-Sensor und Gasfilter und tralala wollt, einfach Bescheid sagen. Die Crew von Haßmann Reisemobile macht das gern für euch. So, dann haben wir den Toilettenschacht, den kann ich euch leider nicht zeigen, der ist zu. Und da haben wir den Landstromanschluss. Und ich würde sagen, gehen wir mal rein. So, und dann fangen wir in der Tür an. Der Mülleimer, wie wir das eigentlich heutzutage bei allen Wohnmobilen haben. Den Verschluss kennt ihr, verriegeln, normal öffnen. Griff, schönes breites Aufbautürfenster mit Verdunklung, schön für euren Schlüssel. Keine elektrische Trittstufe, da er einen schönen tiefen Einstieg hat. Dann gehen wir mal rein. Dann haben wir schon den ersten Heizungsausströmer, einen Griff zum Festhalten, Lichtschalter, hier eure Truma CP Plus mit iNet Ready und euer Leica Bedienpanel. So, machen wir mal Tür zu hier, dass wir Ruhe haben. Hier natürlich auch gleich euer Temperaturfühler. So, dann haben wir hier gleich am Anfang nichts. Schön viel Platz, denn das Bedienpanel haben wir hier ja da unten. So, aber hier haben wir dann schon mal
Schön noch ein Spiegel. Das ist schön gelöst. Da oben zwei Spots. Dieses Fahrzeug hier. Kein Hubbett. Fangen wir mal hier oben an. Schön Fächer. Auch schön. Oh, sehr schön tief. Auch hier oben. Schöne hohe Rüttelkante. Das Ambiente-Licht hier oben. Ihr seht es eingeschalten. Sehr schön. So. Da oben. USB, USB-C und 230 Volt. Hier das Skyroof zum Öffnen mit natürlich Verdunklungsplissee und Fliegengitter. Ja, man sieht hier den Rahmen. Das hätte man vielleicht schöner lösen können. Aber jammern auf hohem Niveau. Ansonsten haben wir hier den Fiat Ducato 8 mit großem Xenet. Manueller Klimaanlage, Hillholder, Spurhalteassistent, wenn ich das hier richtig deute. Da unten habt ihr euren Cupholder, da oben auch. USB, USB-C, 12 Volt. Das Kühlfach, das muss ich euch nicht alles aufmachen, habt ihr alles schon tausendmal gesehen. Die 9-Gang-Wandlerautomatik, hier kein Lederlenkrad und auch nur das halbdigitale Display. Da habt ihr eure Teil-Lichtsteuerung. Da ist der Rest. Die Türen, das muss ich euch nicht zeigen. Das kennt ihr alles. Kein Fahrerhausteppich, zumindest jetzt hier gerade nicht im Fahrzeug. Der Bezug, Stoff in der Haptik, sehr, sehr schön. Vom Muster her mit Sicherheit gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es tatsächlich nicht mal schlecht. Die Armlehnen bezogen und hier schön mit Reißverschluss, also könnt ihr auch waschen. Sehr schick. Gefällt mir gut. Habt ihr hier noch, seht ihr so ein paar Taschen. Hier sieht man es im Beifahrersitz ein bisschen besser. Könnt ihr noch ein bisschen Klüngel reinmachen. Das ist gut. Hier unten natürlich ein Heizungsausströmer. Da drüben auch ein Heizungsausströmer. Da drüben haben wir noch Verbandskasten, Warndreieck und sowas in der Tür. Dann haben wir hier ein Fach, da könnt ihr noch ein bisschen was unterbringen. 230 Volt Steckdose, Heizungsausströmer. Richtig gut, das hier könnt ihr alles wegbauen, damit ihr den Zwei-Mitfahrerbetrieb nutzen könnt. Und dann haben wir natürlich den Einsäulen-Hubtisch hier, den könnt ihr dann schieben, wie ihr lustig seid. Die Dinette hier, das ist schön. Auf alle Fälle fässt sich es richtig gut an. Und ja, hier auch die Seite schön gemacht mit dem Leica-Logo. Das gefällt mir gut. Hier verkleidet, ja, die würde sich wahrscheinlich gefühlt jeder abmachen. Aber es ist schön hier verblendet. Dahinter Plastik, aber die Blende macht es dann doch deutlich hochwertiger. Ich würde hier allerdings gucken, dass ich noch irgendeine Gardine davor gebastelt kriege. Das würde es einfach noch ein Stück weit hochwertiger machen. Da oben Lichtschalter, zwei Spots. Hier oben auch die indirekte Beleuchtung, sehr schön. Und dann haben wir hier die Fächer, richtig schön groß. Hier ganz tiefe Rüttelkante, hier oben auch immerhin. Das sieht richtig gut aus. Hier übrigens auch mein erster Leica, da eine sehr schöne Beleuchtung in Blau, in Weiß, in Us. Sehr schön. Gefällt mir gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Küche. So, haben wir die Küche, ihr Lieben. Auch hier dieselbe Umrahmung für die Fenster. Ein bisschen kleiner hier, aber auch wie alle Fenster hier. Verdunklungsrollo, kein Plissee und ein Fliegengitter. Euer Gewürzregal, auch hier oben zwei Spots, die Schalter dafür. Ihr habt da noch so ein kleines Ablageblech, gefällt mir sehr gut. Euer extrem hohes Spülbecken, also mein größter Topf zu Hause ist fast genauso groß. Hier die Armaturen im Plastik, stört mich in diesem Fahrzeug tatsächlich nicht. Hier ein schöner, massiver Rost. Das fühlt sich richtig gut an. Dann habt ihr hier
euren Drei-Flammen-Herd. Richtig schick. Dann gucken wir mal. Auch hier, ich finde diese, das finde ich richtig schick. Sehe ich auch zum ersten Mal. Zum Rausnehmen. Gut, hier kriegt ihr alles unter, was ihr unterkriegen wollt. Halt, das Kabel. Mein Handy hängt nämlich gerade an der Powerbank nebenbei. So, dann hier auch bis 15 Kilo und hier auch noch mal eine etwas kleinere. Das ist aber auch nicht schlimm. Und dann haben wir hier auch noch mal ein Fach. Da passt auch Absperrhähne dort. Und da passt auch einiges rein. Da kriegt er einiges unter. Und hier auch noch mal 230 Volt. Und ich gehe extra noch mal hier rüber. Da seht ihr richtig schön diese Ambientebeleuchtung. Ich filme das hier noch mal rum. Das ist echt richtig, richtig schick. Also das würde ich tatsächlich gerne mal im Dunkeln sehen. Hier oben natürlich die Lampe hatten wir eben schon. Das 70-50 Heki. Aber wir sind ja in der Küche. Da wollen wir natürlich auch den Küchenoberschrank. Eine riesige Klappe. Und also wenn er hier nichts unterkriegt. Hier relativ klein, da kann man sich aber Abhilfe schaffen. Aber hier dafür umso größer. Richtig. Schaut euch das mal an hier. 4, 7, 7, 14 Schrauben pro Scharnier. Das dürfte halten. Mit Softclose. Hier natürlich auch für den Spritzschutz. Dann gehen wir gleich nebenan. Der große Kühlschrank mit totalem Volumen von 137 Liter. Totalvolumen, Gesamtvolumen 137 Liter. Unten steht wieder Crossvolumen 142 Liter. Also okay, wir haben ein 15 Liter Frosterfach und das 122 Liter Kühlfach hier. Aber den Kühlschrank, den habt ihr, glaube ich, auch alle gefühlt 1000 Mal gesehen. Absorber haben wir auch gesehen. Automatik, Strom, Batterie oder Gas. Und dann haben wir da unten auch noch eine Schublade. Da kann man vielleicht schön Reinigungszeug oder so reinstellen. Das gefällt mir schon mal gut. So, was haben wir denn? Der Kühlschrank war ja hier neben der Spüle. Und gucken wir doch mal, was wir hier vorne haben, wo sonst Kühlschrank und Co. sind. Dann gehen wir mal hoch. Da haben wir dann erstmal USB, USB-C. Hier beleuchtet richtig schick. 12 Volt, 230 Volt Signaleinspeisung. Da habt ihr noch mal ein bisschen, ja auch schön tief. Und nochmal Rüttelkanten. Hier kommt dann ja quasi euer Fernseher hin. Und hier drin habt ihr euren Kleiderschrank und den FI-Schutzschalter. Da unten ist er. Und hier unten kriegt ihr auch noch einiges unter. So, dann habt ihr hier auch sehr schick von Leica die Haken. Und der nächste Spiegel. Ja, und wo ein Spiegel ist, ach hier übrigens auch noch mal Lichtschalter und 230 Volt. Aber wo ein Spiegel ist, kann das Bad nicht weit sein. Auf geht's. So. Und dann sehen wir hier schon die Kunststoffverkleidung. Damit baut ihr euch dann nachher quasi ein, wenn das Ganze zu ist. Aber der Reihe nach. Spiegel Nummer 3. Und schon wieder zwei Haken. Sehr schön. Der Lichtschalter hier fürs Bad. Drei Spots. Also da bekommt man die Erleuchtung hier. Stauraum. Das ist absolut ausreichend. Da kriegt ihr einiges rein. Das Teil, das kommt da oben hin, wenn ihr das Auto kauft. Ist das natürlich alles da, wo es hingehört. Hier unten ist nochmal so ein Fach. Da könnt ihr, was weiß ich, die Toilettenpapierrolle oder was hinpacken. Hier steht jetzt gerade ein Erste-Hilfe-Kasten. Hier habt ihr euren Heizungsausströmer, Spüleinrichtung. Dort seht ihr, wie voll eure Kassette ist. Hier, dass ihr das mal seht. Das Waschbecken, hier sind gleich mal drei Stöpsel drin. Schön dimensioniert. Gefällt mir richtig gut. Hier die Spiegel zweigeteilt, ein schmaler und ein breiterer. Auch hier nochmal Hallo. Sehr schön. Auch hier die Armaturen Plastik. Aber in dem Preissegment bei dem Auto stört es mich tatsächlich gar nicht.
Hier haben wir natürlich den Radkasten und ein Brett drin mit, ich sehe schon, zwei Auslässen. Sehr schön. Und dann wollen wir mal schwenken. Machen wir da erstmal wieder zu. So, und dann machen wir mal drücken. Und dann schwenken wir das Bad. Dann habt ihr da euren Mischer. Hier oben euren Telefonhörer. Schönes, großes Fenster beim Duschen. Also da kann auch der warme Dunst alles gleich raus. Und das ist dann auch nochmal hier rüber Richtung Tür. Und das von der Tür geht dann in die Richtung, damit wirklich das Wasser alles nur in dem Raum bleibt, wo es auch hin soll. Und dann braucht ihr hinterher nur mit einem Mikrofasertuch. Und dann ist die Welt in Ordnung. Ich stelle mich mal rein und dann gucken wir mal. Meine Stammzuhörer wissen das. 1,75 Meter. Ne? Bisschen Michelin-Männchen. Und ein Kopf größer als ein Setzei. Aber ihr seht hier genug Platz, wenn ich mich hier drehe. Ich kann hier wirklich wieder Pogo tanzen, Walzer tanzen. Jede Menge Platz. Das ist richtig gut. So wünscht man sich das in jedem Bad. Hier oben der Handtuchhalter, hole ich jetzt nicht runter, die Dachluke, ja, wer mich kennt, von dem Modell bin ich kein Fan, aber in dem Segment ist das in Ordnung. Ich habe das jetzt auch schon in einem Auto jenseits der 200.000 Euro gefilmt, da finde ich das dann ehrlich gesagt wieder nicht so lustig, da gibt es deutlich bessere. So, wir schwenken zurück, machen das Licht aus. Und sehr schön. Ah, hier unten. Hätte ich doch fast vergessen. Da ist euer Klopapierhalter. Und dann würde ich sagen, mache ich mal zu. Und dann kommen wir zum Schlafraum. So. Da sind wir im Schlafraum. Da unten erstmal ein Heizungsausströmer. Eine Treppe, zwei Treppen und schon seid ihr im Schlaf gemacht. Dann mache ich hier unten erstmal auf. Da habt ihr einmal eure Heizungs... Gedinsebumse, hier sind eure Pfarrerhausteppiche. Ist das nicht herrlich? Er hat Pfarrerhausteppiche. Beste Grüße an Leica, gut gemacht. Beleuchtet das Ganze. Da könnt ihr schön eure Jacken hinhängen. Ihr seht schon, man kann das hier nicht hochklappen. Oder kann man es doch? Nein, kann man nicht. Da wird es auch nochmal schön warm. Aber das ist gut gelöst, finde ich. Das geht absolut in Ordnung. Matratze runter. Tschakka, was haben wir hier unter der Matratze? Dasselbe in grün, aber das gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Da ist nämlich nichts zum Hängen. So, und dann gehen wir mal unten rein hier. Hier jetzt gerade keine Beleuchtung, aber auch nicht schlimm. Dann machen wir hier mal ein Stück hoch. So, jede Menge Platz für Pullis etc. Hier unten, da habt ihr... Das, wenn ich das jetzt richtig sehe im Dunkeln, ist das eure Heizung und der Frostwächter. Ah, genau, die Truma-Heizung, Gasheizung. So, machen wir wieder zu. Dann haben wir hier euer Kissen. Das sieht jetzt aus, als wäre hier, dadurch, dass das so abgesteckt ist, keine Verlängerung, aber finde ich jetzt persönlich alles andere als schlimm. Gucken wir hier hoch, haben wir theoretisch noch mal Möglichkeit auf der anderen Seite für einen Fernseher. Hier oben auch richtig schön, da kommt euch nichts entgegen. Das natürlich dann auf beiden Seiten, Klappen auf, hier kommt er auch schön hinten rein. Guck mal da, gefällt mir richtig gut. Da auch. So, dann habt ihr hier Lesespots, finde ich echt richtig schick. Ist da nochmal USB dran? Nein, da ist nichts USB. Was habt ihr da hinten? Da hinten hat er nur Halterungen. An dem Kopfteil ist da nochmal irgendwas? Nein, da ist nichts. Das leuchtet nur dahinter. Also hier keine USB oder was, aber 230 Volt habt ihr auf der Seite schon mal. Das ist gut. Für ein Handy, Ladekabel reicht's. Und hier könnt ihr euch noch Anschlüsse legen lassen, die Wand ist, obwohl das ist die Badwand, da würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt reinbohren. Aber andererseits, mal ganz ehrlich, Camping findet draußen statt und nicht vor der Flimmerkiste. Ihr habt da so Vorhang, dass man den Rahmen dann nicht ganz so sieht. Würde ich vielleicht noch so einen Schal oder was mit hinbasteln.
was dann das hier noch so ein bisschen verdeckt. Ansonsten geht das klar. Auch da natürlich zum Öffnen mit Verdunklungsrollo und Fliegengitter. Hier oben die 4040 Luke. Alt bewährt und bekannt. Fliegengitter, Verdunklungsplissé. Und die Welt ist in Ordnung. Hier habt ihr den, ihn schon gesehen. Den Vorhang, da könnt ihr euch so bis auf Matratzenhöhe ein bisschen Privatsphäre schaffen. Und die 4040 habe ich, glaube ich, gar nicht, gell? Die große hatte ich. Ja, und da sind wir schon wieder durch. Und dann würde ich sagen, komme ich zum Fazit. Nein, nicht zum Fazit. Zahlen, Daten, Fakten. Ups. So, ihr Lieben. Das war die Roomtour vom Leica. Ah, mal ein bisschen das Mikro runter machen, sonst fliegen euch die Ohren weg. Vom Leica Cosmo 209. Ich habe jetzt mal nur, weil hier ist wirklich gerade der Teufel los. Und da will ich die Leute tatsächlich auch, da haben die Kunden Vorrang. Drum nehme ich mal jetzt nur den kleinen Aushang hier aus dem Auto mit den nötigsten. Wir haben einen 2,2 Liter, 160 PS Automatik, 16 Zoll Alu. Wir haben das Multimedia, RFK, Markise, Fahrassistenten, viele Pakete. Alle Informationen zu diesem Fahrzeug bekommen Sie im Büro unter Angebotsnummer 1667. Ich schreibe unten in die Beschreibung wieder die Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc. von Haßmann Reisemobile hin. Also könnt ihr euch merken, 1667, da kriegt ihr notfalls, wenn ihr wirklich an dem Fahrzeug interessiert seid, die restlichen Daten. Wir haben einen Listenpreis von 88.323 Euro und einen Hauspreis von 86.900 Euro. Ich halte euch das hier nochmal in die Kamera, dann seht ihr das. Wenn das groß, ein bisschen größer zieht, dann im Standbild, dann seht ihr auch nochmal die Angebotsnummer, die steht da. Und dann würde ich sagen, auf geht's zum Fazit. So, zum Fazit vom Leica Cosmo 209. Wir haben ja hier 3,5 Tonnen Chassis und habe jetzt halt eine relativ fixe Roomtour mal gemacht mit euch. Ist ja ein kleines Auto und ich fand das sehr interessant, dass der Kühlschrank einfach hier auch mal anders positioniert war. Dafür hier vorne schön die Schränke mit der Fernsehposition, das Bedienpanel mal hier unten. Da muss man nicht immer über der Tür so rumkrökeln. Das finde ich schon ganz gut. Die Griffe in der Küche, das hat mir richtig gut gefallen. Das Polster hier finde ich von der Haptik her sehr, sehr schön. Das ist bequem und ist mal, ich will nicht sagen was anderes, aber Leica, wie gesagt, hatte ich auch noch nicht. Und ist ja dann mein erster. Und ja, das Auto ist okay, das geht so klar. Ich habe da jetzt nichts gefunden zu mängeln und solide. Kein Shishi, ist einfach schön. Ich finde es auch vom zeitlos eigentlich von der Farbgestaltung her, finde ich zumindest. Aber das ist immer subjektiv. Ach übrigens, bevor ich es wieder vergesse, Fliegengitter hat er. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Wie schon bei Zahlen, Taten, Fakten genannt. Wenn ihr Interesse habt, wenn euch das Auto gefallen hat, Haßmann Reisemobile in Fuldatal, Nähe Kassel. Daten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Für euch kostenlos, für mich aber nicht umsonst. Und passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal ist. Herzlich willkommen auf Lebenszeit TV. Ich bin euer Andi. Ich bin raus und tschüss.